Ja, sehr gut. Sagen, dass das nicht jeden Tag, dass du so eine Top-Mannschaft wie Rhein-Neckar Löwen schlägst. Und dann hier zu Hause ohne unser fantastische Zuschauer ist natürlich schade, aber finde ich, dann ist der Leistung noch größer, dass wir hier in der Hölle Süd ohne der Hölle hier gewinnen können. Und ich bin echt stolz auf die Jungs. Das war ein starker Kampf. Ja, da musste ich weit in das zweite Halbzeit gehen, weil wir haben so genügend gute Hälfte, erste Hälfte gegen gute Mannschaften gespielt und mit ein paar Toren geführt. Und zweite Halbzeit war eigentlich auch, wir nehmen immer gute Lösungen, war immer ein paar Tore vorne, aber man weiß auch, mit so einer Top-Mannschaft muss man bis zum Ende geduldig spielen. Und das haben wir heute mit ein bisschen Glück auch gemacht und die zwei Punkte ist bei uns geblieben. Ich glaube, der Kynisme, der Chanceverwertung allgemein im Spiel war gut. Der Phase Anfang zweite Halbzeit hat der Rhythmus für beide Mannschaften komplett gestört mit so viel 2 Minuten. Danach war das besser. Dann hat Urpa entscheidende Bälle gehalten. Das hilft immer, wenn ein Torwart was hält. Und dann haben wir, glaube ich, Großteil über das ganze Spiel den Ball gut nach vorne gebracht und die einfache Tore gemacht. Ich fand, das war auf jeden Fall angriffmäßig eine starke Leistung. Abwehr war teilweise in Ordnung, gute Torhüter. Ja, das schmeckt immer gut, gegen Rhein-Neckar zu gewinnen. Nee, wie das zur Zeit ist mit Corona und alles, dann gehe ich einfach Spiel zu Spiel, weil man weiß nie, was morgen passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich Donnerstag spielen kann, wenn ich irgendwas Scheiß bekomme. So, ich hoffe, dass wir alle wieder an Bord sind wie heute und dann freue ich mich, Sonntag einen auf den Fresse zu geben, Stuttgart einen auf den Fresse zu geben. Natürlich sind wir alle überglücklich. Ich glaube, man hat es uns auch angesehen. Ja, Überraschungssieg, klar. Wir haben gegen Rhein-Neckar Löwen gewonnen, die aber mit einer großen Belastung schon hergekommen sind. Haben, glaube ich, letztes Wochenende zweimal gespielt in Schaffhausen, dann Dienstag nochmal. Das zehrt natürlich auch schon und ja, wir sind alle fit. Und ja, wir wollten heute unbedingt gewinnen. Zur ersten Halbzeit haben wir eigentlich auch geil gespielt, geil gedeckt. Und da kann man eigentlich wenig meckern. Und zur zweiten Halbzeit, ja, da haben wir uns und auch Rhein-Neckar Löwen wirklich schwer getan. Waren viele 2-Minuten-Strafen. So sind wir so ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Aber ja, wir waren immer in Führung, haben weiter an den Sieg geglaubt. Und ja, es ist geile Moral gewesen. Und leider können wir nicht feiern, aber wir feiern in uns drin. Naja, wir haben, glaube ich, jedem 15 Mal gesagt, bleibt ruhig, sagt einfach nichts, nehmt es hin, wie es kommt und wir arbeiten weiter. Und ja, ich denke, vielleicht waren wir da noch ein Ticken fokussierter als Rhein-Neckar Löwen. Und so konnten uns wir wie auch schon fast das ganze Spiel mit 2 Toren absetzen und konnten dann auch, wie ich finde, eigentlich auch verdient gewinnen. Gerade noch nicht, gerade waren wir beim Ausrollen und natürlich ausdehnen und ja, ich glaube, heute Abend fällt zumindest bei mir jetzt kein Gedanke daran. Morgen ist ein neuer Tag und dann wird der Fokus auf Stuttgart gelegt. Ja, ich denke, wir haben einen guten Lauf mit den zwei Siegen jetzt. Wollen natürlich daran anknüpfen. Und Stuttgart ist ein sehr, sehr guter Gegner, hat jetzt auch wieder gegen Melsungen gewonnen. Und ja, aber wir wollen hier, denn vor allem hier jetzt daheim wieder natürlich auch ohne Zuschauer, aber dennoch ist ein Heimspiel und das wollen wir natürlich gewinnen.